14. Part, Leute. Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Roulette mit dem lieben Bamboo Claw und mir, dem Nindocore. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, was erwartet uns heute? Keine Ahnung, wie immer nicht. Ich hoffe, ich konnte ihm ein bisschen dabei helfen. Wegen dem Visa Knosp. Ich hoffe auch, ich konnte ihm noch ein bisschen helfen, das, was ich schon erreicht habe. Ja, es ist halt nun mal so blöd. Das ist ja wirklich ein Blind-Projekt letzten Endes. Obwohl man das Spiel schon kennt, ist es ein Blind-Projekt, weil man nie weiß, was jetzt einen erwartet. So, aber genug geschnackt. Wir fangen jetzt sofort an. Alles klar, 8 Stunden 44. Hm. Aha. Ah, 23. Alles klar. Gab's da Giftbruder, Egelsame, Rankenhieb? Okay. Also, ich kontrolliere nochmal alles nach hier. Slam, Ruckzuckhieb. Donnerwelle, Donnerschlag, gut. Was ist denn hier noch drinne? Da. Hat sie auch nicht viel sonnig getan. Ist, glaube ich, auch dasselbe geblieben. Früher Schlag Schnabel, genau. Da hat sie auch nicht sonderlich viel getan. Da hat sie auch nicht mehr. Obwohl da ein paar neue Attacken dazugekommen sind. Kriftstaffel, Hilfeblick, Hornattacke, Doppelblick. Gut. Item. Fahrerelixier. Bootsticket, Fahrrad. Sie hat Body Slam. Oh, Superball. Ach, was mache ich da? Ether, Hypertrank, Supertrank. TM 44. Erholung. Gut. Mein Vater sagt, es gäbe 100 verschiedene Pokémon. Ich denke, es gibt mehr. Alles klar. Ich fühle mich wie eine frische Luftbrise. Blablabla. Was laber ich da für eine Scheiße hier? Okay, wo bin ich denn hier jetzt? Wo ist... Ach so, er ist auf dem Deck. Sperrstunde, die Party ist vorbei. Es scheint wohl, dass er alle gemacht hat hier. Gut. Pikachu, wie geht's dir? Alles klar. Pikachu freut sich. Ja, das ist auch mal die Hauptsache, ne? So. Laufen wir mal weiter. Denn hier so schön ist. Okay, sieht ja ungefähr so aus. Ach, das Relaxo. Stimmt ja, man muss hier aufpassen. Man hat ja nur eine Chance. Das hat ja auch alles erledigt. Okay. Ja, es ist halt doof. Jetzt muss ich halt alles durchsuchen. Nee, ja, noch nicht. Gut, okay. Gott, habe ich mich verjagt. Was magst du lieber, Stärke oder seltene Pokémon? Stärke, starke. Auf jeden Fall nicht dich. So, was haben wir denn hier in Fukano? Super. Na komm, Slam. Okay, bis. Gut. Gut. Ich werde aber nochmal danach, nachdem wir hier durch sind mit dem Thema, werde ich nochmal in Dictas Höhle wohl gehen. Aber du... Um natürlich... Oh, Ponita, das habe ich damals voll gerne gemacht, das Pokémon. Gut, ist besiegt. Gut. Freut mich. So, kann ich hier... Ah! So, hier ist nochmal ein Item. Ash findet Sonderbonbon. Yay! Alles klar. Wo warst du, als die Party lief? Tja! Wo war ich da? Das Beste kommt immer zum Schluss, sagen wir noch so schön, ne? Göre, was... Oh Gott. Pummelhoff. Ganz im Ernst, Pummelhoff, was stimmt dich mit dir? Blah. Na. Verteidigung nimmt zu, niemals. Was? Ah. So. Es hat keine Wirkung, es hat keine Wirkung.
Jetzt schocke ich die noch ein bisschen. Na, das war's. Bumbolo wurde besiegt. Raphael erreicht Level 24. Jawohl. Ich werde dann nochmal zur Diktahöhle gehen. Um mir eventuell ein Diktar zu holen. Ich bewundere die Stärke deiner Pokémon. Aber das sehen wir dann. Tausch. So. Mein Vater war mit mir in der Safari-Zone. Das war aufregend. Ja, super. Hast du die Safari-Zone, der Fuchs? Alles hätte ich schon besucht. Jetzt gibt es uns sehr seltene Pokémon. Ja, freut mich für dich. Weiter geht's. Der Kapitän war kreidebleich. Er sah sehr schlecht aus. Viele Leute werden leicht seekrank. Tja. Denk drüber nach. Ist es jetzt nicht hier gleich... Oh, nö! Oh, die habe ich ja ganz vergessen. Ich dachte nur, oh, war das nicht so? Ach Gott, sieh an, Ash. Ich wusste, ich würde dich eher treffen. Ash hat dich tatsächlich... Was? Wie kommst du mit deinem Pokédex voran? Ich habe bereits 40 verschiedene Pokémon gefangen. Es gibt eine riesige Vielfalt an Pokémon. Versuch dein Glück im hohen Gras. Oh. Oh, Gary. So. Okay, Giftstachel. Nein, geh weg von mir. Ich mag dich nicht. Hornattacke. Ja, kannst meinetwegen dein kleines Schnäbelchen einsetzen. Du wirst trotzdem nicht vorankommen. Ich habe das voll vergessen mit Gary. Oh Gott. Radfratz. Ja, komm. Nee, Wechsel brauche ich nicht. Und da kann ich auch den Doppelkick setzen. Der ist ja effektiv, das weiß auch jeder. Obwohl, Radfratz ist doch eigentlich ein normales Pokémon. Also ist Kampf gegen Normal ja auch sehr effektiv. Sandan. Sandan Boden-Pokémon. Ich weiß jetzt nicht. Nee. War nicht effektiv, so. Ah. So. Hornattacke. Das kann dauern. Giftstaffel. Boom. Ah ja, Gift und Boden-Pokémon. Oh Gott. Oh, so. Das ist doch wohl die einzige Attacke, die wirklich am meisten abzieht. So. Nee. Und das schaffe ich alles nur mit Psycho. Ist auch geil, oder? Super. Pst. Evoli. Ja, komm, wechseln wir. Setzen stattdessen auf Rex, warum nicht? Super. So, Rex. Ja, komm, mach deinen Karateschlag. Volltreffer. Doch, kannst du meinetwegen deinen Rutenschlag machen. Yeah. Daneben, ey, das gibt's doch nicht. Ha, daneben. Was? Super, das trifft natürlich. Und jetzt ist Rex total dämlich. Und trifft mal gar nicht mehr. Ah doch, ich wollte gerade sagen. Super, Volltreffer. Evoli wurde besiegt. Ash besiegt Gary. Ja, super. Mist. Naja, wenigstens trainierst du deine Pokémon. Ja, natürlich trainiere ich die. Beziehungsweise der liebe Bambu und ich. Es soll angeblich ein großer Meister im Umgang mit den Zerschneiden an Bord sein. Aber da war nur ein seekranker alter Mann. Der Zerschneider ist äußerst nützlich. Du solltest den alten Mann mal besuchen. Ciao. Ja, ja, tschüss, tschüss. Ja, Pikachu. Bist auch so aufgeregt? Ich auch. Gut. Manche Dinge macht man besser nicht. Es geht mir gar nicht gut. Ach. Ash massiert den Kapitän den Rücken. Rubbel und Schrubbel. Rubbel und Schrubb. Ah, ich danke dir. Es geht mir schon viel besser. Möchtest du Umgang mit den Zerschneider erlernen? Ich könnte es dir beibringen, aber mir ist so übel. Ich hab's. Nimm einfach das hier. Damit bringst du dein Pokémon der Umgang mit dem Zerschneider ganz leicht bei. Und unsere erste VM, Leute. Super. Endlich bin ich nicht mehr krank. Es kann losgehen. Und das nur vom Reiben.
Schrubben und Rubbeln. Ach ja, das ist eigentlich mal nichts. Super, das heißt, da hat er alles schon gemacht. Dann kann ich eigentlich hier weiterlaufen. War er auch? Das muss ich mal ganz kurz mal kontrollieren. War das hier? Ach doch, hat er, natürlich. Sonst wäre das ja nicht möglich. Es geht so, nie kann man sich ausruhen. Tja, gut, dann haben wir das alles erledigt. Ich hoffe mal, er hat alles eingesammelt hier. Weil es lohnt sich ja nicht, wenn ich jetzt auch nochmal alles kontrolliere. Da kommen wir ja nie voran, ne? Hier ist auch sonst nichts. Ich kann ja nochmal hier schauen. Ach komm, einmal schaue ich noch hier ran. Na? Gut. Ja, hat er. Da er tatsächlich hier auch war. Ja. Gut. Gut, dann ist die MSN vorbei. Fertig. Fix und Foxy hier. Und raus. So. Adieu. MSN. Und ich gönne mir jetzt noch mal ein Schlückchen Kaffee. Sonst wird sich wie die Animation vom Wasser sich bewegt. Ja, ja schön, wir sind in See gestochen. Ja, super. Okay. Wir haben Gary besiegt. Wir haben den Zerschneider. Und jetzt gehe ich mal ganz kurz ganz kurz hier ja, alle Pokémon machen sie wie fit, jawohl. Okay, wir benötigen deine Pokémon, alles klar. Super. Gut. Okay. Würde mich mal interessieren, weil... Moment. Da haben wir ihn doch. Achso. Ach, das war da oben ganz. Oh nee. Dann würde mich das mal interessieren, wenn ich jetzt hier in die Höhle reingehe. So. Alles klar. Ein wildes Dickter. Ihr ahnt schon... Ach, ja. Was ich vorhabe... Wenn es da mal so einfach wäre. Super. Oh, ernsthaft. So. Bläh. Ach, ich kann nicht davon laufen. Das ist schön. Okay. Es wird sogar für höchstwahrscheinlich diesen Part hinauslaufen, dass ich trainieren werde. Nee, ich brauche das nicht. Ich kann es auch mal ganz schnell im Pokéball werfen. So, komm schon. Komm schon. Jawohl. Dickter, obwohl ich eigentlich mehr Fan von Sandern bin, aber... Maulwurf, Dickter. Dieses Pokémon lebt unter der Erdoberfläche. Man kann es mitunter in Höhlen beobachten. Ja, klar, nehme ich. Mach einen Spitznamen. Den nenne ich mal lieber... Ich weiß nicht warum, aber er ist für mich ein Poyo.
Fojo wurde auf Blitz übertragen. Gut, perfekt. So, Leute. Da wird's wohl hinauslaufen. Ich werde wohl jetzt auch dann ein Break machen. Ja. Jetzt passiert etwas, was ich... Natürlich, ich hab's ja halt gefangen damals. Aber ich hab mir halt länger überlegt auch. Ich lasse erstmal Tanja drinne, also den Bisa-Knosp. Aus dem Grund, Pflanze, ich bin der Meinung, ich finde es auch ganz gut, wenn man echt verschiedene Elemente drinne hat. Und von den drei Pokémon, beziehungsweise die Regeln sind ja einfach, der die Pokémon gefangen hat, kann sie auch ablegen, so ist es ja nicht. Und wir haben ja Psychorex, also ich habe Psychorex und Tanja drinne, drei Pokémon. Während, und Pyro hatte ich sogar mit reingenommen, genau. So, und er hatte nur zwei, das heißt, wir wollen mal sehen. Warte mal, 1, 2, 3, 4. Ne, das stimmt sogar nicht ganz. Okay, das ist nicht richtig. Wartet mal, Leute. Ich nehme mal Rex raus. Super, Rex habe ich jetzt rausgenommen. So, davor Pojo. Nehmen wir Pojo rein. Gut. Da kommt noch immer Heil. Super. Ich hoffe, dass Bamboo damit arbeiten kann auch. Komm jederzeit wieder vorbei. Gut. Was hat er denn für Attacken überhaupt? Kratzer und Heuler. Naja. Ach, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. So. Da wollen wir mal. Stimmt ja, wir sollten ja eigentlich 3-3, aber ich hatte ja noch. Ich hatte ja noch. Nee, Moment. Ich hab's zwar geholt. Ach, egal, das mache ich dann gleich. Oh Gott, was mache ich da für eine Scheiße hier? Ja, ich muss halt überlegen jetzt gerade richtig. Gut. Ich geh jetzt hier, ich werde hier ein bisschen trainieren. Wir sehen uns ja gleich wieder. Das ist für euch nur eine Bruchteil von der Sekunde, während es für mich wiederum vielleicht eine Stunde oder so dauert, bis ich da ein bisschen gut trainiert habe, ne? Gut, Leute, wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dahin. Ja, tschö. So, da bin ich wieder. Oh Gott, was ist alles jetzt hier passiert? Ja, nach so einer kurzen Pause für euch und eine, sag ich mal, eine halbe Stunde Session war das. Kann ich euch mal was zeigen? Ja, ihr seht richtig, Level 29. Und ja, ihr seht richtig, ein Dicktree. Jetzt kommt's. Ich habe, als ich trainiert habe, ich habe bis Level 22 trainiert, ungefähr. Dann kam ein Dicktree nämlich an, auf Level 29. Ich habe mir mal das zu Herzen genommen und habe den gefangen. Da wir aber auch noch schon ein Dicktree gefangen haben. Und jetzt auch noch ein Dicktree haben, haben wir so quasi beide schon im Pokédex. Ist ja auch alles in Ordnung. Er kann Schaufler und ich werde jetzt nämlich... wo ist das VM? Wo ist die VM? Da ist die VM. Ich werde ihm jetzt den Zerschneider nämlich beibringen. Weil der Zerschneider... Ich weiß auch nicht genau... Ich bin der Meinung, den Zerschneider kann man nicht verlieren. Ja. Ja, soll. Welcher Teil soll vergessen werden? Machen wir mal den Heuler. Gut. Und er kann jetzt den Zerschneider. Das ist schön. Ich bin auch durch die Dickdas Höhle durchgelaufen bis auf der anderen Seite. Und ein paar Minütchen habe ich ja noch. Da habe ich nämlich
Ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, warum er unbedingt ein Pipi haben möchte. Weil wir dort hinten auf der anderen Seite ein Pantimos erhalten können, wenn wir ein Pipi tauschen. Ein kleiner Junge möchte unbedingt unseren Pipi haben und dafür kriegen wir ein Pantimos. Das war eigentlich mein Überlegen, ob wir den nicht für uns holen. Ich habe halt noch ein bisschen so trainiert, also ist halt nicht nennenswert viel passiert mehr. Ja, ich habe ja noch, Tanja ist noch ein Level hochgestiegen, Raphael war noch, glaube ich, ein Level hoch. Tilo ist ein Level hochgegangen nochmal beim Training, weil ich musste ja immer Dick da immer wieder wechseln, weil er zu schwach war einfach nur. So, dann habe ich halt Dickdri gekriegt. Naja, ist jetzt halt keine Kunst, ne? Wollen wir mal gucken. Ich werde jetzt auch nicht mehr trainieren. Ich werde jetzt auch, das wird auch reichen, dieses Level. Auch für den Arena-Leiter wird es vollkommen reichen und Bamboo wird es dann auch nochmal meistern. Ich werde nämlich nochmal hier rausgehen. Weil das habe ich alles nicht gemacht. Ich bin einfach mal durch die Höhle gegangen, um nur zu sehen, was auf der anderen Seite nochmal war. Ja, ich weiß. Nochmal ein Kampf. Damit nehme ich das Dickdri. Ja gut, komm Tilo. Mach einen Schnabel. Ja, bringt eh nichts. So. Er hat keine Wirkung bei Flug. Das ist ja das Gute. Volltreffer, so. Ja, ein kleiner Sandwirbler wird mich auch nicht jetzt schocken. Ich werde jetzt mal zum... Oh. Na komm, hoch. Ich werde jetzt mal zum Ende der Höhle gehen. Oh ja. So, geht doch. Das war's. Und dann nur... Oh, Level 24. Das ist auch gut. Oh, drei Schritte weiter und dann geht schon wieder der nächste Kampf los. So, den werde ich mal jetzt überspringen, den Kampf, weil ich hab's ein bisschen eilig mit der Zeit. Eigentlich ist unsere Zeit schon wieder rum, aber... Komm, aber... Ja, komm. Ich kann's ja natürlich alles verkürzen, so wie der liebe Bamboo, aber das meine ich. Weil... Beim Training mache ich das noch. Also das ist ja wirklich tatsächlich noch so halt noch so wirklich eine Toleranzgrenze. Perfekt. So, jetzt gehe ich mal hier durch. Hier oben war nichts, ne? War hier was? Nein, ich denke es. Ich bin der Meinung gewesen, da war ein unsichtbares Item. Da geht's wieder hier raus, genau, da wollen wir aber nicht hin. Wir wollen aber hier runter. Hier ist nämlich der kleine Junge mit dem Pantimos. Dann kommt er sogar hier an und sagt auch, ich tue nach Pipi, tauschst du es gegen ein Pantimos? Ja, leider haben wir aber kein Pipi. Das wird höchstwahrscheinlich sogar später sogar noch darauf hinauslaufen, dass ich irgendwie für Bamboo und mir ein Pipi fangen werde. So. Gehen wir mal hier durch. Ja, ja. So, sobald deine Pokémon Blitz erlernt, dann kannst du dich in die Felszone begeben. Ja, schön. Hallo, erinnerst du dich? Ich bin's, Professor Eichs Gehilfe. Wenn du mindestens 10 verschiedene Pokémon gefangen hast, habe ich ein Geschenk für dich. Also, jetzt hast du 10 unterschiedliche Pokémon gefangen? Ja. Super, du hast 12 verschiedene Pokémon gefangen. Einfach klasse. Hier, das hast du dir redlich verdient. Er erhält VM05. Das ist nämlich Blitz. Damit können wir durch die eine Höhle dann gehen. Das ist schön. Aber... Du kannst keine weiteren Items tragen. Was? Och, nee. Och, stimmt ja. Ich habe hier so eine Begrenzung hier drin. Was nehme ich denn hier weg? Eins, irgendwas will ich wegschmeißen. Ach, komm. Machen wir jetzt mal eiskalt. Ja. Ach, komm. Das ist ja ein Paraheiler. Den kannst du dir jedes Jahr wieder kaufen. KP Plus. Das ist mir wichtiger. Oh Gott. Okay, das ist nervig. So. Gut. Ja, komm. So, jetzt runter mit dir. Ja, ihr seht richtig. Wir sind wieder in Vitania City. Der Stadt der Träume. So, es tut mir leid, ich muss was ablegen hier.
sonst hat's ja alles keinen Sinn. Bits PC? Nein, ja nicht PC, Bits PC. So, PC von Ash. Vom Arsch hier. Ablegen. So. KP Plus. So, das haben wir jetzt auch. Gut. Dann machen wir das jetzt so. Ich werde jetzt wieder zurückgehen. Hat ja sonst keinen Sinn, jetzt hier noch weiter rumzufeuchen, keuchen und. Ach nein. Weil wir sind jetzt schon über der Ziellinie hinausgeschossen. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Normalerweise müsste ich jetzt einen Break machen, mache ich aber nicht. Weil das unfair ist, weil ich jetzt extra weitergegangen bin. Und noch ein Mondstein, so. Okay, jetzt laufen wir mal ganz schnell zurück. VM Blitz habe ich jetzt auch besorgt. Falls der liebe Bemo das benutzt. Natürlich müssen wir das benutzen, sonst kommen wir nicht weiter. So. Der Schneider wurde jetzt auch verwendet. Oh, jetzt geht's wieder los. So, und runter mit mir. Und jetzt hoffen wir mal, dass noch nicht so viele Kämpfe kommen. Es geht wieder los. So, wildes Diktor. Gott. Flucht. Gott. Jeder dritte Schritt, wollte ich gerade sagen, kommt ein Kampf, aber es wundert mich jetzt. Wieso wundert mich das überhaupt? Sollte mich ja eigentlich gar nicht wundern. Los, komm. Okay. Okay. Und Flucht. Komm, raus. Die Zeit rennt, Jungs. Wir sind schon längst über die Zeit hinaus. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja, komm schon. Komm schon. Komm schon. Ausgang, Ausgang. Oh Gott sei Dank. So. Einmal noch heilen kurz. Und dann kann sich der liebe Bembo selber entscheiden, was er dann als nächstes machen möchte. So, eine Heilung noch. Pokémon Center, machen Sie wieder fit? Ja, gut. Zeit hat leider nicht mehr gereicht. Zumindest konnte ich noch ein, zwei Items so ergattern nochmal schön. So. Alles klar. Okay. Stimmt, lieber Bamboo. Das ist schön, dass du die Karte weggelegt hast. Das ist mir erst aufgefallen, als ich deinen Partner mir angeguckt habe. Super, ne? Super. Pojo zur Schneider. So. Alles klar. Das war's. Gut. Gut, Leute, ich beende jetzt diesen Part. Ich stelle mich hier genau davor. Wir sehen uns dann im 16. Part dann wieder, wenn es dann wieder heißt Let's Play Roulette Pokémon Gelb. Der nächste Part natürlich wieder mit dem lieben Bamboo. Bis dahin, Leute. Halt in die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Tschö.